Bevor es mit dem Video losgeht, eine kurze Ankündigung. Und zwar gibt es mal wieder eine Verlosung als Dankeschön für 700.000 Abonnenten. Und zwar verlose ich insgesamt 2 Samsung Galaxy Tablet 10A6, 2x AirPods, 3 JBL Go 2 Music Boxen und 3 JBL Flip 4 Music Boxen. Also insgesamt wird es 10 Gewinner geben. Alle Abonnenten nehmen an der Verlosung teil. Also falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dazu müsst ihr noch unter diesem Video einen Kommentar hinterlassen und in Klammern euren Instagram-Namen dazu schreiben, damit ich euch auch benachrichtigen kann. Die Verlosung geht bis zum 29.05.2019 und die Auflösung findet am 30.05.2019 statt. Vielen Dank nochmal für 700.000 Abonnenten. Und jetzt geht's weiter. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich habe mir eine Kettensäge bestellt, aber das ist keine Motorsäge, sondern eine elektrische Kettensäge. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Läuft hier einfach mit einem Akku und laut den Bewertungen soll die auch gar nicht so schlecht sein. Was wir heute damit machen werden, ist keine Bäume sägen, auch kein Holz sägen, sondern wir werden damit ein paar Experimente durchführen. Das heißt, wir sägen ein paar Sachen durch und was wir damit sägen werden, das zeige ich euch jetzt. Wir werden anfangen mit einer Ananas. Die hat immer noch eine Kackfrisur. Der werden wir erstmal einen neuen Haarschnitt verpassen. Dann habe ich hier noch so 2 Saskia-Flaschen. Ihr wisst ja, die sind richtig stabil. Eine richtig fette, riesige Wassermelone. Dicken Knochen, den werden wir auch zersägen. Ich glaube, das wird eine richtig geile Aufnahme geben. Und dann werde ich noch versuchen, den Motorradhelm anzusägen oder zu zersägen. Mal schauen, ob das klappen wird. Ich glaube, das wird richtig, richtig geile Slow-Motion-Aufnahmen geben. Und ich würde mal sagen, wir verlieren keine Zeit und fangen hier direkt an und verpassen der Ananas mal einen ordentlichen Haarschnitt. Bevor wir loslegen können, müssen wir hier erstmal die Kettensäge befreien. Dazu entfernen wir hier einfach den Schutz. Das Blatt ist hier nicht allzu groß, aber ich denke mal, das wird ausreichen. Ansonsten kann man hier die Sicherung lösen und man hat hier so 2 Knöpfe, womit man die Säge starten kann. Einmal hier drauf drücken und dann hier und dann geht das Ding an und ich würde mal sagen, die Ananas ist jetzt dran. Ich habe so das Gefühl, die Ananas will gar nicht zum Friseur. Ich habe die jetzt hier mal befestigt. Ich muss der ein bisschen nachhelfen, dass sie nicht wegrennt. Ich glaube, das klappt so besser. Endlich hat die Ananas mal einen ordentlichen Haarschnitt. Das sieht doch sauber aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist gar nicht so einfach, die durchzusägen, weil die immer wegrutschen will. Ich werde jetzt mal versuchen, die einfach so quer durchzusägen. Mal schauen, ob ich die da noch fixieren muss, aber ich probiere es erstmal so. Der ganze Rest liegt hier unten, wie man sehen kann. Legen wir los. Beyblade! Die Ananas war auf jeden Fall ein bisschen leicht vom Gewicht und ist die ganze Zeit weggerutscht. Das hat es irgendwie ein bisschen schwer gemacht. Ansonsten habe ich verschiedene Techniken versucht, die durchzusägen, auch mal so durchzuschlagen. Das hat so halb funktioniert. Wir haben die nicht ganz durchgekriegt. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt die Melone. Die ist etwas schwerer. Ich glaube, das wird besser, die durchzusägen. Let's go! Boah, die Kettensäge ist auf jeden Fall richtig dreckig. Die hat ganz schön was abbekommen. Hier unten sieht es nicht besser aus.
Die Melone, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ist das voll entspannt, die so ein bisschen anzusägen. Ich kann euch nicht sagen, wieso, aber das ist wirklich entspannt. Ich fühle mich jetzt so beruhigt. Und ansonsten die Säge, die geht schon ab, aber wie gesagt, das ist nicht so einfach, weil die Dinge einfach wegfliegen. Ich glaube, ich muss die mal fixieren, aber ich habe da eine ganz gute Idee. Bevor wir mit der Kettensäge weitermachen, geben wir der Melone jetzt mit dem Holzbaseballschläger erstmal den Rest. Geil. Ach, da geht noch ein Schlag. Wir machen jetzt weiter mit der Wasserflasche und hier habe ich es jetzt wirklich so gemacht, dass ich hier ordentlich Panzertape drauf geknallt habe, also dass das Teil fest ist, dass das nicht wegrutschen wird und ich hoffe, die Kettensäge kommt da jetzt ohne Probleme durch und das klappt reibungslos. Oh, ich muss sagen, das hat schon richtig gut funktioniert. Die Flasche wurde gut durchgesägt. Wenn die so stabil da fixiert ist, klappt das richtig, richtig gut. Ich würde mal sagen, wir machen das Ganze jetzt nochmal mit der anderen Flasche. Die Technik habe ich jetzt rausgefunden. So geht das richtig, richtig gut. 3, 2, 1. Oh, ich habe voll die Dusche bekommen. Ja, das klappt richtig gut, wenn wir das schön mit Panzertape fixieren. Die Wasserflasche hat es ordentlich zerfetzt. Das war bisher die beste Aufnahme meiner Meinung nach. Wir machen jetzt weiter mit diesen dicken Knochen. Eigentlich ist der für Hunde gedacht, aber wir füttern die Kettensäge damit. Schön mit Panzertape wieder fixieren und dann richtig... Bist du Biene? Der Knochen ist angeschnallt. Richtig gutes Paket. Wackelt nur noch ein bisschen. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Schaut euch das mal an, sieht schon ein bisschen gruselig aus und ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Knochen hat die Kettensäge schon zu kämpfen, die kommt da nicht ganz so gut durch. Ich würde mal sagen, wir zerschmettern den Knochen jetzt und nehmen dafür den riesen Vorschlaghammer. Das wird richtig ballern. 3, 2, 1. Der Hammer war keine gute Wahl. Nehmen wir die Spaltaxt. Ja. Oh Mann, was für ein Schlachtfeld hier schon wieder. Die Knochen haben wir jetzt zerberstet, würde ich mal sagen. Boah. Da
Das war's für heute mit der Kettensäge, Freunde. Den Motorhelm werde ich jetzt nicht versuchen durchzusägen, weil das wird nicht klappen. Also mit dem Knochen gab's ja schon Probleme. Der Elektromotor, der ist zwar schon gut, aber im Vergleich zu einer Motorsäge ist die Säge auf jeden Fall schwach. Also da geht auf jeden Fall noch was. Falls ihr noch einen Teil sehen wollt, Freunde, schreibt mir eure Vorschläge für den zweiten Teil in die Kommentare, was ich damit sägen soll. Und vielleicht habt ihr auch eine Idee, wie ich das noch besser fixieren könnte als mit Panzertape, so dass ich dann einfacher durchschneiden kann, dass die Sachen dann nicht wegfliegen, wegrutschen. Ansonsten war auf jeden Fall interessant. Schöne, entspannte Aufnahmen. Hier könnt ihr euch noch weitere Videos anschauen. Und jetzt würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.